Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen wischen, damit man überhaupt was sieht. Im Dunkeln sieht das Peterlik für gewöhnlich etwas besser aus wie am Tag. Ja. Also es hat auch von der Beleuchtung her richtig gute Lumen, sage ich jetzt mal so. Das Licht kann man ja automatisch oben am Display einschalten. Das Display fungiert unabhängig von der Batterie mit richtig wenig Batteriesaft. Was ich kurz erwähnen wollte, ist, dass ich noch mal eine ganz kurze Hammermeinung zu Udo Walz habe. Und zwar ist der Udo Walz ja relativ jung verstorben, also nicht alt. Ich habe auch erstmal gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Und als ich das gehört habe, habe ich nur so gedacht, meine Mutter war ja damals mal bei Udo Walz und der hat die persönlich behandelt mit Haare schneiden. Und ich kann bloß sagen, jedes Detail war teuer. Also zum Beispiel, wenn man da einen Kaffee wollte, musste man den Kaffee noch extra bezahlen. Dann musste man, wenn man eine Strähne haben wollte, noch extra bezahlen. Und ja, im Prinzip war er teuer, aber es ist ein Leben lang eine Erinnerung, bei diesem Star-Friseur gewesen zu sein zu Lebzeiten. Mein aufrichtiges Beileid geht an die Familie und ich gedenke im Stillen dran, weil, wie gesagt, wir haben ihn ja auch gekannt irgendwo. Und ja, so viel zu diesem kurzen Video.